und die besagen, dass der Pokal jetzt stattfindet und zwar am 9. und 10. Juni. Wie beeinflusst das jetzt Ihre Planungen oder wie laufen die Planungen? Ja, gestern ist dann glücklicherweise das passiert, was wir schon lange erhofft hatten, dass wir einen Termin haben, auf den wir hinarbeiten können. Und das ist jetzt der 9. und 10. ist es natürlich erfreulich. Das sind jetzt von heute an, meine ich, genau noch 4 Wochen. Das ist auch so in Ordnung, was das Training betrifft. Wir werden zwar keine Spielpraxis haben, wir werden keine Wettkampfherde haben. Das bringt die Situation jetzt allerdings mit sich. Jeder muss irgendwo Abstriche machen. Bei uns ist es eben so, dass wir nachher keine Wettkampfpraxis haben. Der Zeitraum für das Training ist allerdings jetzt in Ordnung mit dem Kleingruppentraining, das wir die letzten 2 Wochen gemacht haben, plus 4 Wochen jetzt vermutlich bald Mannschaftstraining, ist das in Ordnung. Es vergrößert unsere Chancen natürlich nicht, im Spielrhythmus zu sein, aber jammern bringt an dieser Stelle jetzt auch nichts. Wir sind froh, dass dieses Spiel stattfinden wird. Wir sind froh, sind glücklich, dass wir diesen Termin jetzt haben und freuen uns jetzt darauf, dass es bald soweit ist. Ja. Die Umstände, wie werden die sein im Training? Darf man jetzt richtigen Kontakt dann haben oder ist das nach wie vor diese körperlose Trainingsweise? Ja, also wir hatten jetzt bislang immer die körperlose Trainingsweise in Kleingruppen. Wir hatten am Freitag den ersten Corona-Test, der komplett negativ war. Wir haben gestern den zweiten gemacht, habe eben die Ergebnisse bekommen, dass auch der komplett negativ war. Von daher werden wir zeitnah jetzt ins Mannschaftstraining einsteigen und können dann auch eine normale Trainingseinheit absolvieren, wie wir es vor der Corona-Sache gekannt haben. Ja gut, jetzt ist diese Sache erledigt soweit. Jetzt besteht allerdings in der Liga noch völlige Unklarheit. Was erwarten Sie da? Ja, also wir werden heute nochmal eine Videokonferenz mit dem Verband haben. Ob es da eine Entscheidung gibt, das mag ich bezweifeln, weil einfach der Zeitpunkt vielleicht noch nicht gekommen ist, bedauernswerterweise. Aber wir werden da jetzt nochmal alle auf den aktuellen Stand gebracht. Man hört ja aus den anderen Ligen Szenarien, die bevorzugt werden. Ich glaube, es deutet alles auf einen Abbruch hin. Wir können es ja jetzt im Moment relativ gut beurteilen, was die Hygienemaßnahmen an Aufwand mit sich bringen. Es ist nicht ganz so einfach, das umzusetzen. Es ist machbar, wenn man das will. Wir müssen aber auch sagen, wir sind im Moment jetzt in Anführungszeichen nur im Trainingsbetrieb. Der Spielbetrieb würde natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich bringen. Was wir auch schaffen werden für das eine Spiel, jetzt regelmäßig im 4-5-Tages-Rhythmus zu spielen mit diesen Auflagen, ist natürlich in der Regionalliga enorm schwer. Ich denke, für die dritte Liga ist es machbar, darüber ohnehin machbar. In der Regionalliga ist es nicht machbar, muss man ganz ehrlich sagen. Die Spieler gehen teilweise noch arbeiten. Die Vereine können nicht alle 3 bis 4 Tage getestet werden. Ist finanziell, personell, infrastrukturell in der Regionalliga nicht machbar, unter diesen Voraussetzungen zu spielen. Wegen dem gehen wir davon aus, dass alles auf einen Abbruch hindeutet. Es ist auch die klare Meinung der Vereine, also nahezu aller Vereine, dass auch zeitnah eine Entscheidung getroffen werden muss, einfach der Planungssicherheit halber. Man muss einfach jetzt irgendwann wissen, in welcher Liga spielt man, wann geht es wieder los. Und jetzt ständig auf Abruf bereit zu stehen, für uns ist es jetzt nicht ganz so schlimm, weil wir ohnehin auf das Pokalspiel trainieren. Aber alle anderen Vereine sind im Endeffekt die Spieler zu Hause, stehen auf Abruf, aber es geht nicht weiter. Und wie gesagt, unter diesen Maßnahmen kann es in der Regionalliga auch nicht weitergehen. Wegen dem glaube ich oder sind wir der Überzeugung, dass es über kurz oder lang zu einem Abbruch kommt, mit hoffentlich dem gewünschten Ergebnis, dass wir nächstes Jahr dritte Liga spielen. Dieses Ergebnis hätte auch der Vorschlag, den der Saarländische Fußballverband jetzt gemacht hat, allerdings in einer zweigleisigen dritten Liga. Wie stehen Sie denn dazu und vor allem auch zu der Vorgehensweise des Verbandes? Ja, vielleicht möchte ich mal 2 Sachen vorwegschicken bei der Angelegenheit. Also ich hatte die letzten Wochen eigentlich einen guten Austausch mit Adrian Zöller. Auch er war bemüht gewesen, dass wir in dieses Kleingruppentraining einsteigen können. Jetzt nicht nur wir, sondern allgemein die Berufssportler. Dafür war er auch im regelmäßigen Austausch mit dem Innenministerium. Das Zweite, was ich noch sagen möchte, ich finde es nicht verwerflich, wenn man als Verein, wie jetzt in dem Fall die SV Elversberg, sich mit so einem Konzept beschäftigt und sich die Mühe macht, das niederzuschreiben. Ich glaube, das ist das gute Recht von jedem, auch wenn es natürlich einen persönlichen Vorteil mit sich bringt. Auf der anderen Seite kann man da, glaube ich, im Moment alle Aussagen von allen Vereinen nehmen. Am Schluss ist es immer zum eigenen Vorteil, wegen dem ich finde in der Sache nichts Verwerfliches und auch nichts Schlimmes dran.
auch nicht schlimm, dass wir jetzt von Elversberger Seite nicht eingebunden waren in die Sache oder gefragt worden sind, weil es ist auch für jeden ersichtlich, für uns ist die Wahrscheinlichkeit, in eine eingleisige dritte Liga aufzusteigen, genauso hoch wie in eine zweigleisige dritte Liga aufzusteigen. Wegen dem ist unser Interesse in der ganzen Sache natürlich etwas oder bei null, das muss man schon so ehrlicherweise sagen. Aber zu dem eigentlichen Punkt, wenn ein Verband den Antrag stellt, dann haben wir schon die Erwartung, dass alle Vereine, die davon betroffen sind, auch mit ins Boot genommen werden. Und wenn man sagt, wir haben drei Vereine gefragt und die Mehrheit ist dafür, dann kann man den Antrag stellen. Aber einen Verein komplett außen vor zu lassen, das geht aus unserer Sicht ganz einfach nicht und ist auch nicht das Recht eines Verbands, selbstständig einen solchen Antrag zu stellen, ohne die betroffenen Vereine zu fragen. Und das ist die Sache, die uns stört und vielleicht auch eine Fortsetzung vieler anderer Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, waren. Aber ja, wie gesagt, ob dieser Antrag eine Zukunft hat oder eine Chance hat, das wird sich dann zeigen. Aber wir waren jetzt am Montag, als wir das gelesen haben, nicht erfreut darüber. Ja. Das Problem stellt sich vielleicht auch gar nicht, weil wenn die dritte Liga, wie ja angekündigt ist, zu Ende gespielt wird, dann besteht in Bezug auf die dritte Liga ja keinerlei Handlungsbedarf. Dann muss nur geregelt werden, was die Regionalliga macht, oder? Ja, also die Meinung der Drittligisten zu diesem Vorschlag ist bekannt. Die waren einstimmig dagegen gewesen. Wegen dem müssen wir uns dazu jetzt eigentlich auch gar nicht groß äußern, unsere Meinung dazu tun, weil auch die wird, muss man ehrlicherweise sagen, am Schluss nicht die entscheidende sein. Genauso wie der Saarländische Fußballverband auf Bundesebene nicht der entscheidende Part sein wird. Wegen dem, wie gesagt, es hat uns gestört. Wir gehen aber trotz allem relativ gelassen mit der Sache um. Ja, wenn die dritte Liga spielt, gibt es Aufsteiger und Absteiger aus der dritten Liga. Dementsprechend können definitiv auch Vereine von unten nachrutschen. Und das kann im Endeffekt, wie ich es schon öfter erwähnt habe, in unserer Sache eigentlich nur der Tabellenführer sein, der nachrutscht. Man muss ehrlicherweise sagen, in anderen Ligen ist es nicht ganz so einfach. Da kann man, wenn man die Quotientenregelung nimmt, kann man den Herbstmeister nehmen, kann man die heutige Tabelle nehmen, gibt es eben unterschiedliche Vereine. Dort wird es nicht so einfach sein wie bei uns. Wegen dem kann das nochmal knifflig werden. Aber das ist dann eben die Sache einer jeden Regionalliga, den Meister oder den Aufsteiger zu bestimmen. Ja. Gut, kommen wir zur Personalsituation. Am 4. Juli wird das DFB-Pokal-Endspiel stattfinden. Das ist ein paar Tage, nachdem die meisten oder einige Spielerverträge ausgelaufen sind. Was passiert denn am 4. Juli mit dem 1. FC Saarbrücken? Ja, das ist sicherlich eine Sache, die noch geklärt werden muss. Ich denke, das könnte man vielleicht sogar auf kurzem Weg klären. Denn jeder Spieler, der in einem Pokalfinale steht, will vermutlich auch dabei sein, auch wenn sein Vertrag 4 Tage vorher ausgelaufen ist. Das wird man sehen. Wir haben gestern schon ein bisschen gemunkelt, ob man dann zum 1.7. noch Spieler für eine Woche verpflichten kann, die dann spielberechtigt wären. Aber ich meine, das ist natürlich weit weg. Wir wissen um die Wahrscheinlichkeit, in einem Halbfinale als Sieger hervorzugehen mit den ganzen Begleitumständen. Auch in den letzten Runden war unsere Chance ja nicht allzu hoch gewesen. Die wird jetzt nicht höher sein. Aber die letzten Runden haben wir es auch geschafft. Deswegen werden wir es jetzt auch versuchen. Aber ich glaube, wenn man realistisch ist, müssen wir uns mit dem Szenario 4. Juli noch nicht beschäftigen. Ich glaube, dann würde vom 9. Juni bis 4. Juli noch genug Zeit sein, zu schauen, was mit den Verträgen passiert. Aber eine Ausnahmegenehmigung wird es ohnehin, mit Beteiligung von Saarbrücken oder nicht, wird sicherlich notwendig sein. Ja, ja. Nun ja, ich kenne einige, die haben schon gebucht für den 4. Juli. Okay, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das nicht verfällt. Wie sieht es denn jetzt generell mit der Personalsituation aus? Also es ist ja unabhängig jetzt auch vom 4. Juli eine Fragestellung, die jetzt ansteht. Ne? Da muss man agieren. Und wie agiert der 1. FC Saarbrücken? Ja, wir müssen natürlich zum ersten Mal im eigenen Stall schauen, wie ist die Vertragssituation. Da ist es so, dass wir einige Spieler haben, die eine Option für die dritte Liga haben. Dementsprechend verändert sich die Anzahl der Verträge mit der Liga-Zugehörigkeit. Darüber hinaus versuchen wir, Dinge vorzubereiten. Aber auch bei uns ist es so, dass ich bis zum heutigen Tag jetzt noch keinen klaren Etat habe, mit dem wir planen können bis zum nächsten Jahr. Aber wir versuchen natürlich trotz allem, die Dinge vorzubereiten, Gespräche zu führen, mit möglichen Neuzugängen in Kontakt zu treten, aber können im Moment jetzt noch nicht alles finalisieren. Ja, wie sieht es mit dem Trainer aus? Ja, der Trainer hat Vertrag für die dritte Liga, das ist bekannt und das ist das Szenario, mit dem wir uns beschäftigen. Das andere will und soll nicht in unsere Köpfe und soll auch nicht eintreten. Wenn der Fall eintreten sollte, glaube ich, ist genug Zeit, darüber zu sprechen. Aber im Moment gehen wir fest davon aus, dass es nur für die dritte Liga im Moment für den FC Saarbrücken weitergeht.